Der Großteil der Mittel, die Kirchen und Missionswerke weltweit einsetzen, wird dort investiert, wo es schon viele Christen gibt. Nur ein Bruchteil werde in Regionen verwendet, wo Menschen Jesus noch nicht kennen. Das kritisierte der ehemalige Direktor des Missions- und Hilfswerks DMG Interpersonal, Detlef Blöcher. Er sprach auf dem diesjährigen Herbstmissionsfest der Organisation am 22. September in Sinsheim. Laut Blöcher gibt es auch in Europa Gegenden, die nicht mehr zum christlichen Abendland gezählt werden könnten. Hier liege eine große Chance für Christen, die sich für Mission begeisterten, aber nicht ihr Land verlassen wollten. Als Beispiele nannte er missionarische Projekte in den östlichen Bundesländern, im Bayerischen Wald und in der Eifel. Daran können sich beispielsweise Rentner beteiligen, die ihren Lebensabend dort verbringen wollen. Oder Berufstätige, die sich bewusst dorthin versetzen lassen, so Blöcher. Strawberry Field. Das Waisenhaus der Heilsarmee in Liverpool inspirierte einst Beatles-Sänger John Lennon für seinen legendären Song Strawberry Fields Forever. Heute ist es eine Pilgerstätte für viele Beatles-Fans. 52 Jahre nach der Veröffentlichung des Songs hat die Heilsarmee zum ersten Mal ein Besucherzentrum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In einer Ausstellung können Besucher die Geschichte von Strawberry Field nachempfinden. John Lennon kam hierher, um einen Ort der Ruhe zu finden. Und wir haben versucht, das wiederzugeben. Wir erzählen die Geschichte der Heilsarmee, die Geschichte von Strawberry Field und wie die Verbindung zwischen John Lennon und diesem Ort ist. Louise Brown ist Fresh Expressions Projektleiterin. Sie möchte mit Besuchern über den Glauben sprechen. Wir bieten Besuchern einen Ort, wo sie anfangen, sich zu wundern und zu entdecken, wer Gott ist. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Wir setzen uns für die Menschen ein. Vielleicht haben sie niemanden in ihrer Kirche, der sich für sie einsetzt. Viele Leute wollen mehr entdecken. Menschen kommen hierher zu diesen Toren, weil sie auf der Suche sind. Sie sind auf einer Art Pilgerweg, sie suchen etwas. Sie suchen die Tore. Aber wenn sie hierher kommen, wissen wir, sie werden so viel mehr erleben. Kathy Worsfeld ist Missionsdirektorin für Strawberry Field. Ihrer Meinung nach bietet die Einrichtung die Möglichkeit, neu über Ewigkeitswerte nachzudenken. Ich würde gerne mit jedem Besucher in Kontakt treten und sie dazu einladen, sich die Frage zu stellen, was ewig Bestand hat. John Lennon hat das Lied Strawberry Fields Forever geschrieben. Nun, was hält also ewig? Da lässt sich ein Gespräch beginnen. Wir glauben, dass Gott hier ist. Gott hat die Mission der Heilsarmee seit den 30er Jahren hier vor Ort gesegnet.